verdammt nochmal keine Biene. Kannst du uns etwa nicht unterscheiden, du Rassist? Anzeige ist raus. Dumme Gedanken einer Wespe. Ich hasse diese 5 Tage zwischen dem Wochenende. Da kann man ja kaum jemanden beim Grillen stören. Und diese Wespe, die ich meine, die hat Eier. Denn sonst wären wir ja nicht so selbstbewusst und frech. Entschuldigung, darf ich vielleicht ein bisschen in ihrem Getränk rumschwimmen? Obwohl, wieso frage ich überhaupt? Ich mach's einfach. Ey, Junge, hör sofort auf, mich mit diesem verdammten Küchentuch zu jagen. Ich werde gleich aggressiv. Wir Wespen sind halt von Natur aus Borussia Dortmund-Fans. Das war nicht unsere Entscheidung. Welch ein perfekter Abend, um jemanden zu stechen. Warum zappeln Menschen immer so rum, wenn wir in ihrer Nähe sind? Ist das eine Art Begrüßungstanz oder was? Wenn du nur wissen würdest, was ich so alles mit meinen Beinchen angefasst habe, bevor ich mich auf dein Essen setze. Oh Mann, wo ist dieser verdammte Ausgang? Lässt mich hier bitte jemand sofort raus? Ey, Alter, wieso nennst du mich immer Maya? Ich heiße Dorothea. Ich bin Stammkunde in eurem Haus. Merkt ihr endlich meinen Namen? Ey, nimm sofort deine Worte zurück. Wir sind keine sinnlosen Scheißviecher. Interessant. Wie funktioniert eigentlich eine Dampfturbine? Ich weiß zwar nicht, was das ist und wieso ich das überhaupt wissen will, weil ich ja eine Wespe bin, aber wie funktioniert die? Oh, die Menschen haben jetzt Mittagsessenszeit. Der perfekte Moment, um ihnen auf den Keks zu gehen. Ach übrigens, wenn du willst, dass meine Fan dich das nächste Mal beim Essen in Ruhe lässt, dann lass einfach einen Daumen nach oben da und abonniere diesen Kanal. So werden wir sehen, dass du ein korrekter Mensch bist und streichen dich von unserer Opferliste. Aber nun gut, ich muss jetzt los. Ey Mensch, sei doch kein Geizkragen und gib mir ein Stückchen deines Steaks ab. Aha, ich habe also nur noch 3 Stiche übrig. Die muss ich sinnvoll nutzen. Oh nein, 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 bitte nicht! Ach so, sie will mir einfach den Ausweg zeigen. Danke dir, Mensch. Und was, wenn die Menschen das Essen nicht für uns, sondern für sich auf den Tisch stellen? Ach nee, sein Schwachsinn. Junge, ich hab dir schon mal gesagt, dass Gewalt keine Lösung ist. Und außerdem bin ich keine verdammte Fliege, um mit einer Fliegenklatsche getötet zu werden. Ich verstehe schon, 21. Jahrhundert, Body Positivity, dies und das. Aber bin ich wirklich so fett, dass du mich nicht von einer Hummel unterscheiden kannst? Interessant. Wozu brauchen wir überhaupt diese Menschen? Meiner Meinung nach sind die sinnlos. Sie machen nur alles kaputt und beschweren sich ständig über uns, weil wir angeblich stören. Der perfekte Moment, um ihnen auf den Keks zu gehen. Okay, das war nur einmal. Wir ignorieren das einfach. Tag 10 auf dem Weg zur Weltherrschaft. Verlief eigentlich ganz okay. Wir halten fest und treu zusammen. Ballheilhura. Borussia. Ey, Bro, chill mal. Ich brauche keinen Stress. Ich lasse dich in Ruhe und du lässt mich in Ruhe. Ist das klar? Yuppie. Es macht so viel Spaß, einfach so grundlos in offene Fenster reinzufliegen. Wenn du nicht willst, dass ich dich steche, dann hör auf, mich von der Torte wegzujagen. Ich bin die Beste. Ich bin die Queen und ich habe hier das Sagen, ihr doofen Menschen. Das Essen von Frau Müller aus der Bauernstraße 7 schmeckt wortwörtlich nach Kotze. Die werde ich definitiv nicht mehr besuchen. Schreib du deine True Story Bro Wespen Begegnung und Situationen unten in die Kommentare. Und vergiss natürlich nicht, einen Daumen nach oben und ein Abo dazulassen. Sowie auch das Glöckchen zu aktivieren, um wirklich nichts mehr zu verpassen. Denn ihr wisst ja, wie YouTube manchmal spinnt. Hier an der Seite warten noch 2 weitere Videos auf dich, die du auf keinen Fall verpassen darfst. Eins von uns und eins von dem Kanal Wumms. Ein Tag im Leben eines BVB-Fans. Ich glaube, das ist selbsterklärlich, warum ich gerade dieses Video in die Endcard gepackt habe. Und sonst wünsche ich euch eine produktive und sonnige Woche. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Abonnieren nicht vergessen. Summ, summ und so.